Und Nikolai Link leistet dann ganze Arbeit. Macht er gut, dass er da ohne 7 Meter davon kommt. Arm ist oben. Boah, ein Megapass von Wiede, aber Schmidt bringt den nicht im Tor unter. Lange erste Offensivsequenz der Berliner, erfolgreich war sie nicht. Das gibt wahrscheinlich direkt 2 Minuten. Boah, da hat er sie alle veräppelt. Oh, war der wirklich schon im Tor? Ich bin ähnlich verdutzt wie Silvio Heinevetter. Arm ist oben, zum zweiten Mal in Folge. Berliner Motor rollt noch nicht so wirklich. Nenadic, nee, der war gar nichts. Chance, Tempo-Gegenschuss, 2-0. Erlangen, mein lieber Mann. Spiel, aber das haben sie jetzt wahrscheinlich in Kauf genommen, denn jetzt sind sie wieder vollzählig. Wie weit die draußen stehen, unglaublich offensive Deckung. Aber... auch Berlin, sehr offensiv draußen, die 6-0 bei 9 Metern, aber ganz leicht vernascht von Nikolai Link, gar kein Zugriff da, komplett freier Wurf. Heinevetter ist alles andere als glücklich, da reicht eine leichte Kreuzung. Und dann haben sie Erik Schmidt völlig auf dem falschen... Arm ist wieder oben. Es ist... auch wenn es jetzt 7 Meter gibt. Es ist ganz sicher der Routinier. Super Anspiel, aber ganz stark. Heinevetter kommt so früh raus, spielt einen Bombenpass. Ausgleich. So schnell kann es gehen. Jonas Zümmler da eigentlich super Bewegung fehlt. Sie kriegen den massiven Mittelblock nicht auseinandergespielt. Und Wiede und Zachison lösen das dann gut. Gemeinsam gegen Zümmler. Oh, wieder das nächste Zuckeranspiel. Nikolai Link. Diesmal konnte Heinevetter nicht so schnell raus. Ja, Wiede will blocken. Starkes Greifläuferspiel der Ausherren. Oh, super Tempo von Fett. Und Nenadic vorgezogen. Ja, schwerer Winkel für Link. Tor ab. Schmidt, super bedient von Wiede. Erste Führung für die Füchse. Ich habe es gesagt, ist nicht leicht gegen so ein Top-Team der Liga, was Richtung Champions League Shield die Intensität in der Abwehr so hoch zu halten, wenn du einen Nenadic hast, der da so cool bleibt. Boah, aber Link hat immer einen. Wahnsinn. Und der arbeitet ja auch in der Abwehr, im Mittelblock, an der wichtigsten Stelle. Ah, Wiede, sauschwerer Winkel. Und Katsianis hat genau gewusst, was er will. Link, wieder Link! Ja, gibt den 7 Meter und gibt die nächste... Zeitstrafe. Mr. Steinertz, noch nicht viel von ihm gesehen. Außenspiel, aber seinen 7 Meter. Boah, super von Nenadic. So, jetzt kriegen sie auch mal aus dem rechten Rückraum.
Und Erlangen ist ja, wenn man allein mal auf die Tabelle schaut, der deutlich einfachere Gegner in Anführungszeichen. Ah, da haben sie den Einläufer komplett vergessen. Frisch auf Göppingen. Er war es am Ende, der es für sie umgerissen hat. Arm ist oben. Bei diesem letzten Sieg, den sie eingefahren haben. Da war kein Winkel. 7-7. Sehr, sehr munteres, sehr gutes Spiel. Boah, guten Wurf sogar noch losgebracht, aber Heinefetter riecht, dass der in die lange Ecke geht. Gut gefallen. Die 2-Minuten-Strafen sind echt teuer in dem Spiel. Boah, Lenaditsch. Ah Gott, ey, warum geht der Typ? Das ist echt ungeil. Boah, klasse Anspiel von Selin. Zümmler kann da nicht mehr viel mehr drauf. Startaufstellung bei Berlin jetzt wieder drauf. Fett. Schön gemacht. Gerade zieht Berlin ein bisschen weg und die Antwort bleibt geradeaus. Erste Hälfte bis ebenso vor 3-4 Minuten der Wurm reingekommen ist. Fett. Wahnsinn. Anders gehen wir, das sind ja mit Nedanutsch und Schmidt der Rückraum Mitte und der Kreisläufer. Also die haben jetzt keinen weiteren Weg irgendwie. So wie es der Rückraum Linke gerade hätte. Oh, starke Hände. In den ersten 20 Minuten auch, was die Lautstärke in der Halle angeht. Berlin ist gerade voll oben auf. Oh, wenn Schröder da einmal rüber guckt. Ja gut, die donnern jetzt natürlich auch alles rein. Torwartwechsel hat es gegeben. Gazianis, der noch gar kein Land gesehen hat. Na, Schröder will das ganz wilde Ding machen, auf den Kreis spielen, Tempo Gegenstoß, mein lieber Mann. Selin hat einen Kreis aufgelöst. Ja, gerade geht für sie nur über einen Kreis. Noch so ein Zauberpass. Ja, das ist ja fast wie Schmidt und Pekeler in Mannheim, was hier Heinefetter und sein. Boah, aber jetzt mal eine gute Antwort, was Heinefetter und Zachrisson machen. Ist jetzt drauf im linken Rückraum. Fett kriegt seine Pause. Da ist er direkt. Ich weiß nicht, ob er noch eine zweite hatte. Also das Torhüter-Duell geht überklar an die Füchse. Schröder. Ah, diesmal macht das stark. Wartet lange. Ach, jetzt links unten ausgesehen. Also auf Höhe Silvio Heinefetter. Der hat richtig Spaß. So, und jetzt kriegen sie vielleicht doch noch was zu feiern. Link gibt ab für Selin. Ganz wichtig. Johannes Selin nach seinen 3 Fahrkarten im letzten Spiel. So. Der passt. Nico. Kein Band verletzt, ist die gute Nachricht aus Erlanger Sicht. Es ist nur in Anführungszeichen der Knochen. Boah, Nena, das ist durch die Beine von Skoff. Es ist nur der Knochen und deswegen wird es bei Schranowski sehr wahrscheinlich. Ah, der ist gefangen, Höchststrafe, aber war auch ganz, ganz schwerer Wurf für Link. Drucks mit voller Überzeugung, oh, also Mittelblock, Kujun zusammen mit Vukovic, kroatische Erfahrung, und der war natürlich ganz unglücklich vom Block, aber nehmen Sie gerne mit. Die Erlanger, also gerade halten wir uns auf dem Halbzeitergebnis. Link macht ein klasse Spiel. So breit ist und so breit kann der Kader von Erlangen auch nicht sein, so einen annähernd 1:1 aufzufangen. Aber klar, auch er braucht seine Pausen. Oh, super Anspiel von Nenadic.
Ellison eingelaufen. Oh, sauberer Strahl. Schon wieder Nikolai Link. Das ist echt eine Kopie der ersten Halbzeit. Celine, ganz schwerer Wurf und da gab es ja. Hab mich gerade schon gefragt, gab es ganz deutlich aus meiner Sicht den Schubser von Ellison. Ah, oh, jetzt hör mir auf. Ist jetzt bitte nicht wieder auf die Hand gefallen. Die Wurfhand ist es ja, die linke, auch dick getaped. Ach komm. Ich hoffe, es ist nur Schmerz. Oh, der muss erstmal raus. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ach, hoffentlich ist da nicht wieder irgendwas passiert mit dem Band an der Hand. Der 7 Meter passt auf jeden Fall. Konnte letzte Woche so schlecht hat aussehen lassen. Wieder. Ui, da war ein gutes Stück drüber. Und das ist ein klasse Ball. Oh, und Heinevetter. Grandios. Bauer ist also ein Kreisstück. Nee, insofern alles richtig von den Schiedsrichtern. Und das ist auf der anderen Seite mal so ein dickes Ding. Es geht ja doch, hatten wir in der ersten Halbzeit fast gar nicht. Schon wieder kommt Erlangen besser ins Spiel rein, wie schon in der ersten Halbzeit. Ja, und auch der passt wieder. Nico Prüdel. Richtig gutes Spiel macht er. Ist da Link wieder da. Wiede. Das war jetzt eher so die Brechstange, aber das können die halt auch. Absolut richtig, die Schiedsrichter. So. Das war natürlich fast kurios von Nenadic. In Unterzahl ist es heute nicht das Spiel. Oh, super. Nenadic hat spekuliert. Super erkannt. Und der Aushilfskreisläufer ist wieder da. Halten. Wiede. Stark. Er war schon gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, die Erbanger Deckung wesentlich besser als die Berliner Offensive. Aber Heinevetter, hör mir auf. Jetzt ist mal Tempo drin. Der war gut aufgelegt für Wiede, den Pass. Jo, wieder ist es. Nico Büdel, Mann der zweiten Halbzeit auf Erlanger Seite. Drucks, da gibt es 7 Meter. Klare Sache. Schon eine Weile her. Aber wieder gibt's eine Antwort. Nenadic ist draußen. Fährt und drückt drauf. Das werden wir oft sehen, wenn Nenadic nicht mehr da ist. Wiede regelt es gerade richtig, richtig gut. Schon wieder so ein Wert. Jetzt braucht Erlangen den Lauf, muss ganz nah rankommen. Wenn Berlin jetzt wieder so eiskalt spielt wie vorhin in der ersten Halbzeit und sehr Zeit, dann machen sie das jetzt zu. Und gerade ist auf ihre Halben sowas von Verlass. Drucks und Wiede. Schauen wir mal, ob für den 7 Meter oder noch länger. Das finde ich schon geil, was der macht. Kommt, Tor, geht wieder. Ah, der ist schwer, aber Celine, gute Hände, Wahnsinn. Heinevetter. Boah, das könnte so ein Dagger sein. Deckel drauf. Oh, aber die Antwort ist nicht gut. Offensivfoul von Erik Schmitz. Berlin hat eine klare Reaktion gezeigt auf das ganz, ganz deutliche Nico Büde. Jo. Super Spiel von ihm.
das ist mal eine ganz gute Nachricht. Nachdem, glaube ich, mit mir die ganze Halle gezittert hat, was da mit der Hand war. Ein Superwurf von Steinert. Ui, das war ein bisschen blind von Wiede. Offensivfoul. Nenadic. Macht er klasse. Hoppala. Selin und Schröder rennen sich da fast über den Haufen. Steinert, tu das Ding nochmal. Das alles, also die drei vor allem deutsche Hoffnungsträger sind und Nenadic, der klappt nochmal. Vielleicht waren sie auf dem Christkindlmarkt und haben schon mal vorgefeiert. Schönes Ding nochmal. Das sind ja auch nicht die Punkte, Spiele, wo man unbedingt punkten muss. Ärgerlich ist halt der eine, gegen den sie gegen Ludwigshafen haben liegen lassen. Das Spiel hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Das haben sie auch intern so gesehen. Starke Parade nochmal von Katsianis. Aber sie haben dafür einen extra Punkt gegen Melsungen geholt. Sie haben in Göppingen gewonnen. Das ist schon nicht schlecht. Die schwarze Menge erhebt sich für die letzten Sekunden in diesem Spiel. Und das ist es dann auch gewesen. Großer Kampf, am Ende ein doch relativ ungefährdeter Favoritensieg. Die Füchse Berlin schlagen den AC Erlangen mit 27 zu 23.